So, ein herzliches Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Genau, heute fahren wir von Dortmund nach Hannover mit diesem wunderschönen MAN. Genau. So, dann fahren wir mal los. Auftrag ist schon angenommen. Ich fahre gleich, muss gerade nur schnell nochmal schauen. Willkommen, da. So, wir fahren. Der angeht, das ist ja. Habe ich schon lange nicht mehr gefahren, sondern immer in hier. Kommt hier was? Ja, ist frei. Wo kommt der denn jetzt her? Ja, Ecke. Einfach da. Und rast über eine rote Ampel. Ja, alles klar. Der weiß, wie man sich im Verkehr hält. Alles klar. Der weiß auch, wie man sich im Verkehr verhält. Nee, das weiß er halt nicht. Das ist ja das Problem. Achso, grün ist. Ich warte hier noch. Jetzt haben wir noch grüner wird. Nee, es war wegen der Auf. Da mich das ärgert halt, wenn solche. Auch im echten Leben wäre das so, wenn da unbedingt noch über diese rote Ampel drüber zu fahren. Oder bevor sie noch rot wird, drüber zu fahren. Das regt mich halt auf. Ob es hier ist oder im echten Leben. Man hat an der Ampel, wenn sie rot ist, anzuhalten. Und fertig. So, mehr sage ich jetzt dazu nicht. Weil ich sehe es immer wieder, wie der zum Beispiel wieder so einer, die hier rumrasen wie die Axt im Walde. Ob es hier ist oder im echten Leben, das regt mich halt einfach auf, wenn die Verkehrsteilnehmer sich nicht an die Verkehrsregeln halten. Der ist sicherlich mit 90 oder so gefahren. Was ist mit dem jetzt hier? Das ist ja auch geil, ne? Der wartet, bis ich komme und dann will er darüber. Bin ihm jetzt fast schon drauf gefahren. Na, da stehst du. Ruben für das, was er gemacht hat, dass er zu schnell gefahren ist. Ja, und wieder das geht alles. Der hätte sich auch auf die andere Spur einreihen können, weil das hier der Linksabbieger ist. Naja, gut. Ich will mich nicht zu viel aufregen, weil ist das Video auch für den Eimer. Ich will ja hier guten Content produzieren und nicht irgendeinen Müll. Kommen wir wieder hier drauf. Ich merke, der kommt echt nicht gut aus dem. Der zieht nicht wirklich. Ja, jetzt wird er nur schneller, weil er rollt. Wenn ich Gas gebe, dann. Na, das war aber auch falsch, was der gemacht hat, aber gut. Ja, das sind solche.
Verkehrsteilnehmer, die unbedingt noch vor dem LKW da vorbeifahren müssen. Und wenn es dann mal kracht, dann ja. Dann heißt es auch, ich war es doch nicht gewesen. Ich glaube, der hat irgendwie keinen Timer an, oder? Jetzt ist er an. Schön grün MAN, das ist perfekt. Wollte eigentlich mit meinem Volvo fahren, den ich persönlich selber besser finde, weil der besser zieht. Aber dann ist es halt mal der MAN, der nicht so viel Power hat. Also solange die Ware von A nach B fährt, ist das alles gut. Diese Verkehrsteilnehmer, das ist schon wieder. Ja. Ich sag's dazu nichts mehr. Die fahren sowieso, wie sie wollen. Und wenn es dann mal kracht, dann wie der. Beim Unfall. Hör auf. Das kann nicht sein. Beim Unfall wird abgebremst. Da kann man normal vorbeifahren und gut ist. Was brauche ich denn da abzubremsen? Muss ich da noch gucken, was da passiert? Nee. Fahre ich weiter und gut ist, dann muss ich nicht noch da abbremsen und gucken, was da passiert. Kann ich so nach dem Motto, kann ich helfen oder so? Aber die helfen ja eh nicht. Im echten Leben jedenfalls nicht. Dann wird da abgebremst, wird mal schon geguckt, was da los ist. Und dann ist vielleicht das Handy noch rausgeholt und noch schön gefilmt. Naja, alles schon gehört. Aber mittlerweile glaube ich, wenn man das macht, gibt es halt eine Strafe dafür. Aber ganz genau weiß ich es nicht, ob das jetzt so ist. Ich habe doch mal sowas gehört, dass halt die Feuerwehrkräfte, wenn das gemacht wird, wenn die Teilnehmer halt abbremsen und das Handy rausholen und filmen, dass die das halt nicht so toll finden. Normalerweise Leute, die mit Vernunft sind, die fahren weiter und bremsen dann nicht ab. Weil sowas muss ich ganz ehrlich sagen, sowas geht nicht. Das ist unterste Schublade, ist das. Wenn man da abbremst und guckt, was da passiert. Außerdem, wenn die abbremsen, dann kracht der nächste rein und dann hat man gleich nächsten Unfall. Deshalb ärgert mich das auch ein bisschen, warum man das hier in diesem Spiel eingebaut hat. Aber gut. Aber wie gesagt, was hier passiert, ist auch im echten Leben. Das ist ja das Schlimme daran. Also auf den echten Autobahnen. Das ist ja jetzt hier nur ein Spiel. Nee, deshalb ETS so. Ja. Spiele ich jetzt nicht so oft. Aber wenn ich es mal spiele, dann. Ja. Ärgert es mich schon, wenn ich hier Teilnehmer habe, die sich hier nicht an die Verkehrsregeln halten. Ja, komm, den Tank können wir noch ein bisschen weiterfahren. Sind ja eh fast da. Und dann passt das. Wir machen mal bald, wenn ich schnelleres Internet habe, wenn das dann auch geht, machen wir mal so eine. Ja, dann fahren wir mal eine Stunde. Weil aufnehmen eine Stunde, das kann ich nicht machen. Das würde, wenn ich das rendere, würde das ewig dauern, bis das oben im Internet ist.
Deshalb kann ich so lange nicht machen. Maximal 25 Minuten und gut ist. Vernünftiges Renderprogramm muss ich mir auch besorgen. Ich habe jetzt im Moment eins, aber das ist nur für Anfänger, weil ich jetzt nichts anderes gefunden habe, was relativ günstig ist. Und ich will jetzt auch nicht so viel ausgeben für ein Renderprogramm. Ernst oder was? Was ist denn das schon wieder? Leute, es ist zum. Nee. Das meine ich, vorm Ziel machen sie eine Baustelle. Und außerdem, man kann es auch mal ein Schild hin machen. Baustelle oder Unfall. Mann. Jedes Mal. Wenn ich es nicht gestreamt hätte, wäre ich da durchgefahren. Oder aufgenommen hätte, meine ich ja. Wenn ich nicht aufnehme, wäre ich da durchgefahren. Aber ich wollte halt mal mich mal an die Verkehrsregeln halten, weil ich mich selber ja so beaufrege. Aber das jetzt mal so gemacht. So. Nee, aber das ist sowas, was mich echt ärgert, wenn ich dann kurz vorm Ziel eine Baustelle. Super. Das ist jetzt wieder ein Aufwand von 20 Minuten. Der Umweg. Das ist Zeit, die ist weg. Aber naja, so ist das halt. Der Realität wäre in, glaube ich, vielleicht ein oder zweimal in der Kurve das. Weil manche, die fahren auch einfach, dann macht's puff. Ich denke, das haben schon manche geschafft. Also, wo schon ein Unfall ist, in den anderen Unfall reinzufahren. Weil sie nicht aufgepasst haben, weil sie auch unter Zeitdruck sind. Gerade so LKW-Fahrer, die sind echt unter Zeitdruck und da wird halt auch mal ein bisschen schneller gefahren, als sie dürften. Und die können sich das eigentlich nicht leisten. Die noch so ein noch so einen unnötigen Umweg zu fahren. So. Ampel. Oh, der kommt echt schlecht aus dem aus der Ferse. Aber naja. Naja, habe ich jetzt ein Video gemacht, wo ich mich über den KI-Verkehr aufgeregt habe. Sollte eigentlich nicht sein. Aber manchmal ist es halt so. Wie die hier fahren, wenn ich das so sehe, ne? Der eine zieht dem anderen rüber und dann macht's buff. Das habe ich auch schon mal gesehen. Da war ich, habe ich nicht gestreamt, war ich persönlich. Da fährt der andere LKW auf die andere Spur und der hintere, der fährt rein. Habe ich auch schon gesehen. Und dann sind sie irgendwann weitergefahren. Du komm, fahr da rüber, weil ich muss da rüber. Leute, ich muss jetzt hier rüber. Bringt mir nämlich nichts, wenn ich da von da nach da rüber fahre. Nicht richtig einschlagen.
Dann passt das. So. Dann schauen wir mal, vielleicht können wir noch eine Tour fahren. Vielleicht. Ich muss erst schon, naja, gut, 15 Minuten. Dann machen wir mal 35 raus. Gut, dann machen wir den Auftrag jetzt fertig. Ware abstellen. So. Keine Unfälle, perfekt. Das ist eigentlich der LKW, den ich sonst fahre, aber den, ja, den fahren wir heute mal nicht. Fahren wir das oder fahren wir das hier? Wir sind in Hannover, ne? Frankfurt, Nürnberg, Kassel. Wo ist denn Hannover? Hier. Naja, das, was ich fahren könnte, das ist hier nicht, was ich mir vorstelle. Sind das hier? Nee, fahren wir von Dortmund aus. Da fahre ich im Leben nicht. Nee, nee. Ja, dann fahren wir dahin. Gut, dann nehmen wir das mal an und dann fahren wir mit dem Abdruss noch da hoch und dann hat sich das. Haben wir zwei Touren in einem Video gefahren. Perfekt. Ah, wie der angeht, das ist so geil. Traktor haben wir hinten drauf. Das liebe ich auch, ne? Man stellt den LKW so hin, dass ich erstmal hier drehen muss. Und was hier wieder alles rumliegt, da. Ja, jetzt hänge ich irgendwo. Und dann fährst du dir die Reifen noch platt. Was ist denn hier los? Warum fährt denn der nicht? Oder ich habe die Handbremse angezogen, das kann sein. Aber das, was die Hölzer hier rumliegen, wenn du hier rüber fährst, dann macht es gleich hier jetzt nicht, aber wenn, ne, das so in echt wäre, da Halleluja. Dann kannst du gleich die Werkstatt anrufen und kannst sagen, die Reifen sind platt. So, das, was da eben war, das war auch nicht so. Hätte ich vielleicht ein bisschen mehr ausschwenken müssen, dann hätte das gepasst. Eigentlich kommt da jetzt nichts, sonst macht es bumm. So. Ich merke, das Getriebe, das ist das Standardgetriebe. Oh Mann. Wäre ich doch mit meinem Volvo gefahren. Aber gut, ich wollte mal Atros fahren. Weil ich solche LKWs auch nicht schlecht finde, die mal zu fahren. Dass ich da nur so rumgekommen bin. So, diese Maus kommt jetzt hier weg, sonst könnte es sein, dass ich mich darüber aufrege. Weil so, wo ich früher gestreamt habe, ne, immer gegen die Maus, dann hat's das verwackelt und dann konnte ich nichts mehr sehen und bin ich irgendwo gegen gefahren und das ärgert mich dann halt. Deshalb wollte ich das nochmal angesprochen haben. Genau. So, dann können wir jetzt. So, hier noch eine Ampel. Die wird erst dann grün, wenn ich bremse. So, dann fahren wir ein bisschen zügig. Guter LKW.
Ja, dann haben wir zwei Touren gefahren und dann passt das schon. Nicht schlecht. Und dann, wenn er die Geschwindigkeit erreicht hat, dann darf ich wieder bremsen. Ich bin ja noch nicht auf der richtigen Autobahn drauf. Da hinten ist wieder eine Ampel zu sehen. Ist aber grün. Die LKWs, die da sind, die fahren nicht. Dann hoffen wir, dass es jetzt auf der Autobahn nichts geschieht, was mir nicht gefällt. Und ja. Das Schild ist schon mal weg. Ja, Auflieger zu lang. Vielleicht hätte ich ein bisschen vorfahren müssen. Aber das Schild ist schon mal abgelesen. Oder nicht ab, es ist jetzt krumm. Ja, hier wo ich wohne, da war das auch schon mal. Ist irgendeiner da drüber gefahren. Und da musste man da aufpassen, wenn man da morgens früh, wenn man keine Zeit hatte, musste man aufpassen, dass man nicht gegen das Schild rennt. Weil das echt, das war richtig auf dem Bürgersteig schon so runtergedrückt, dass man echt, wenn man nicht aufgepasst hat, da drüber geflogen wäre. Sich eventuell noch verletzt hätte. Das haben sie, das war 2 Tage, dann haben sie es weggemacht. Haben sie jetzt ein neues hingestellt. Mal gucken, wie lange das hält. Bis der nächste drüber fährt. Wahrscheinlich nicht aufgepasst, mit dem Transporter drüber gefahren. Erst ein bisschen krumm und dann ist der nochmal anscheinend da drüber gefahren und dann war es richtig krumm. Und ich vermute, dass derjenige, der es gemacht hat, dass er es extra gemacht hat. Aber ganz genau weiß ich es nicht. Ich war nicht dabei und ich kann da nur vermuten. Mehr kann ich da auch nicht machen oder sagen. So, dann fahren wir das jetzt noch. Und dann hoffe ich, dass das erstmal gut ist. Und ja, genau. Ja, ich werde jetzt auch anfangen, weil ich ja, wie gesagt, eine schlechte Internetverbindung leider habe, werde ich auch schauen, werde ich ein paar Videos halt vorproduzieren. Dass immer mal, wenn ich halt keine Lust habe zu streamen oder aufzunehmen, dass dann schon was da ist, was ich dann hochladen kann. Weil wie gesagt, 16 Mbit, das muss man sich mal reinziehen. Das ist nix. Also in der heutigen Zeit ist das nix. Das ist Schmutz. Früher war das vielleicht mal gut, aber heute, wo die Entwicklung echt weitergeht mit dem Internet, ist das Schmutz. Früher war es vielleicht, war es eine schöne DSL-Leitung, kann man sagen, aber jetzt ist das nichts. Ist da drin gerammt? Können wir doch hier weiterfahren. Baustelle, das ist richtig. Das ist richtig schön für die LKWs, wenn dann viele kleine Autos sind, die dann denken, sie müssten 30 fahren.
Das ist doch noch richtig geil. Und kannst du dann richtig in die Bremse gehen und wenn du es nicht schaffst, dann ja, rammst du. Verkehrsteilnehmer. Das ist in Deutschland wieder was. Oh. Nee, keine Ruhestellung, gut. So, und die Kamera, die geht jetzt wieder. Komischerweise, ich frage mich nur für wie lange, wenn ich jetzt so solche Videos aufnehme. Also da werde ich die Kamera erstmal nicht anmachen, weil ich die nur, wenn ich irgendwas zu sagen habe, dass ich dann mich zeige. Aber ansonsten in Spielen oder so möchte ich das nicht. Oder will ich zurzeit nicht, weil, wie gesagt, ich will nicht mich zeigen, ich will das Spiel zeigen, was ich halt aufnehme und fertig. Und ich werde auch mal gucken, wenn es jetzt Mods gibt für den ETS oder für den Landwirtschaftssimulator, dass ich die auch mal vorstelle, ne? Wenn ich da was sehe, was man da vorstellen könnte. Aber da habe ich noch nichts in Planung. Da bin ich noch ein bisschen am Planen. Und ja, genau. Aber wie gesagt, bei mir, das ist halt so ein gemischter Kanal. Da kommt mal der ETS. Das, was ich jetzt spiele, mal Fortnite. Aber was anderes immer mal von jedem ein bisschen. Also halt ist das bunt gemischt. Halt, deshalb heiße ich ja Gaming TV. Weil es ist nicht nur. Sonst würde ich ja Fortnite-Kanal heißen oder so, ne? Dann würde da nur das kommen. Aber das ist ja auch oft, Dauer ist das langweilig, wenn man nur das gleiche Spiel aufnimmt und man hat keine Abwechslung. Finde ich persönlich. Deshalb kommt von jedem gemischt. Das werde ich vielleicht mal die Beschreibung umändern. Genau. Ich musste ja alle meine Videos löschen. Weil ich von einem Kumpel gehört hatte, dass über mich gelästert worden ist, dass ich ja keine Ahnung von YouTube hätte und so weiter. Und da sich einige Leute in der Discord-Gruppe getroffen haben oder diskutiert haben über mich. Und ich habe das nun vom Kumpel erfahren, dass das so ist. Und auch aus dem Grund habe ich dann den ganzen YouTube-Kanal platt gemacht. Und ich hoffe, dass das jetzt gut ist, dass die jetzt nichts weiteres tun und einfach mich in Ruhe lassen und fertig. Aber wenn du dich auf Dauer als Person zeigst, dann heißt es ja, der kann es nicht und dann wird halt überall hergelistet. Ich hasse das. Das möchte ich nicht. Und das ist auch der Grund, warum ich die Kamera nicht mehr so oft anmachen werde. Wenn nur ab und zu, das ist gut, aber auf Dauer mache ich die nicht an. Weil wenn ich sehe, was über den Rainer Winkler alles gepostet wird und so, wie die den darstellen, ist das schlimm. Heißt ja Drachenlord. Aber in gewisser Weise ist er auch selber schuld für seine Situation, weil er ja seine Adresse veröffentlicht hat. Hätte er das vielleicht nicht gemacht, dann wäre es eine andere Situation. Aber ich würde nicht mehr auf die Idee kommen, eine Adresse zu veröffentlichen, wo ich wohne. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich eine Geschäftsadresse hätte, da könnte jeder hinkommen. Das wäre mir egal, aber wo ich wohne, hat keiner herzukommen. Sei denn, es ist ausdrücklich vereinbart, dann ja, aber ansonsten nicht. Aber naja. Das war jetzt halt nur ein Beispiel, wenn man halt Scheiße im Internet baut. Oh.
Ich werde nicht wie die anderen YouTuber sein, die hier keine Ahnung. Der eine, der ist Meinungsblogger, KuchenTV, der beschwert sich auch über die Drachenhater, so nennt er sie ja. Und wie gesagt, der steht eh in der Kritik der KuchenTV und was will man nur dazu sagen? Gerade mit der Sache mit seiner Frau, da angeblich hat er sie geschlagen oder nicht oder wie auch immer. Dann gibt es da noch einen und die beiden, die kritisieren sich schon seit Jahren. Das geht anscheinend nur noch so. Aber ich distanziere mich von den Leuten. Ich gucke die mir vielleicht ab und zu mal an, aber das war's. Aber ich würde, glaube ich, nie eine Reaktion auf den ihre Videos machen. Das glaube ich, das würde dann meinen Ruf zerstören. Deshalb wird es auch sowas nicht geben. Ich mache hier ohne Kamera, mache ich meine Videos und fertig. Und ab und zu, wenn ich mal was zu sagen habe, dann schalte ich mal die Kamera an, aber das war's dann. Vielleicht, wenn ich ein bisschen Reichweite habe, dann kann ich mir das überlegen, ob ich dann doch mal die Kamera anschalte. Ab und zu mal. Nicht so oft, aber vielleicht mal ab und zu, wenn das ein Wunsch ist, dann kann ich das mal nachgehen, aber ansonsten nicht. Weil ich will mich will. Von allen YouTubern, die es jetzt auf der YouTube-Plattform so gibt, will ich mich unterscheiden, definitiv. Ich will nicht die gleichen Fehler machen, die die gemacht haben. Und irgendwas Privates in die Öffentlichkeit zu ziehen, das ist alles, ja, wie soll ich das sagen, halt Schmutz. Ist halt nicht schön, wenn man das macht. Dann da wieder rauszukommen, das ist schwer, aber richtig schwer. Der Kuchen sagt ja, nach 3, 4 Monaten würde da keiner mehr drüber reden, aber einer der Push, der rollt ja immer wieder neu auf. Ich will den Namen jetzt nicht erwähnen, weil der ist eigentlich auch, ja, ich will eigentlich mit den allen nichts. Warum erwähne ich sie überhaupt? Weil können es einfach nicht. Gerade Monte, der will ja mit dem überhaupt nichts mehr zu tun haben, mit dem KuchenTV, weil der ja da was gerissen hat. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang. Irgendwas hat er gesagt und aus dem Grund will er mit dem nichts mehr zu tun haben. Kann ich auch verstehen. Er hat das öffentlich gesagt, was Kuchen gesagt hat und recherchiert so. Ich will da jetzt nichts dazu sagen. Ich weiß es auch, was du gesagt hast, aber gut ist. So. Monte ist ein großer YouTuber. Also wenn man es bei dem in Anführungszeichen verkackt, dann hat man irgendwas falsch gemacht. Aber naja. Die sollen ihren Quark alleine machen. Den sie machen wollen und dann ist gut. Ich will mit den Leuten oder generell mit großen YouTubern oder kleinen oder mittelmäßigen YouTubern nichts zu tun haben.
die so eine große Reichweite haben, weil da immer, wenn da irgendwas schief geht, dann stehst du dumm da. Ich gucke sie mir an, die ich interessant finde, die ich unterhaltsam finde. Fertig. Aber mehr mache ich da auch nicht. Ja, das Video wird wahrscheinlich sich ein bisschen verlängern auf 45 Minuten. Naja, dann ist es halt so. Maximal darf ein Video sein 50 Minuten, aber länger auch nicht. Aber gut. Nee, aber ich habe, wie gesagt, ich habe ja, gestern habe ich ein Video gemacht, warum, ja, halt der Stream pixelig war. Da habe ich mir auch schon so Vorwürfe gemacht, ne? Da habe ich mir Vorwürfe gemacht, habe ich da jetzt in den PC investiert, das total umsonst war, so. Dann habe ich daraufhin den Verkäufer mal angesprochen, nochmal, ob das sein kann, dass die Qualität so schlecht ist, wie sie bei mir bei YouTube ankommt. Da hat er mal gesagt, ich soll mal ein Testvideo aufnehmen und hochladen und dann schauen, ob es weg ist. Und siehe da, es war nichts pixelig. Egal, ob ich einen LKW gefahren habe oder bei Fortnite einen Spieler bewegt habe, es hat nichts gepixelt. Und so soll das sein. Ja? Das war halt, da war ich echt schon, habe ich gesagt, oh, ja, kann man doch Videos hochladen. Ja, jetzt kann ich ja den YouTube-Kanal wieder hochfahren, weil ich will den nicht einstellen. Also ich will es nicht, weil, ja, jeden Tag, wo ich nicht streame, friert der YouTube-Kanal ein. Das will ich nicht. Ich würde zwar nicht jeden Tag streamen, aber halt immer mal zwischendurch. Ich will mich da definitiv halt unterscheiden. Also es wird so, wenn ich mal ein Video aufnehme, dann werden sowieso zwei Videos kommen, immer mal was ich machen will. Genau. Und wenn dann irgendwann die Internetverbindung besser ist, dann wird es auch wieder Livestreams geben. Aber zurzeit, wie gesagt, ist das leider nicht vertretbar, da einen Livestream zu starten. Wenn ich dann nur noch Pixel sehe, die sich vor lauter Bewegungen überschlagen. Also das ist. Ich habe mir ja meine Videos auch selber angeschaut, weil wenn die Pixel sich so überschlagen ins Übelste, dann ist das keine gute Videoqualität, weil, wie gesagt, das muss so wie im Spiel sein. Die Straßen sollen scharf sein, da soll nichts pixeln, auch wenn ein LKW nicht vorbeifährt und gut ist. Mehr will ich ja nicht. So, dass man dahin die Landschaft sieht, perfekt. Ein paar Häuser, die da stehen. So muss das sein. Und nicht, dass die ganze Kamera, die das aufnimmt, dass die total überschlägt vor Pixeln. Da habe ich mir schon gefragt, ist das so oder ist das so nicht?
Ja, warum bremst du nicht ab, wenn ich blinke? Ich muss mal hier rüber. Dankeschön. Aber gut, ich sag dazu nichts. Das war wieder mal rücksichtslos, weil er nicht, weil er unbedingt ja noch darüber wollte. Und er hat meine Blinker gesehen. Aber das mit dem Livestream halt, das war halt, ich weiß auch nicht. Ich habe das ja schon vermutet, dass es wegen dem Internet ist. Und so hat sie es ja auch bestätigt. Na, was soll denn jetzt? So. Fahren wir jetzt kurz mal auf der Raststätte drauf, machen unsere Pause und dann fahren wir weiter. Oh, 5 Uhr, gute Zeit. So, dann fahren wir jetzt weiter nach. Irgendwo müssen wir hin. Irgendwie da Richtung hoch nach in die Nähe von Berlin. Zwar nicht nach Berlin, aber halt da in da am Kopf irgendwo. Ich weiß jetzt nicht, wie das Café heißt. Vier Stunden. Naja, im Spiel. Wenn ich jetzt 4 Stunden fahren müsste, dann würde ich am Rad drehen. Berg nicht hoch. Forstarbeiten, die werden wir auch bald beim LS19 anstreben. Ja. Da habe ich auch schon was vor, aber noch nichts geplant, was ich da machen will. Da muss ich auch erstmal ein paar Bäume pflanzen, dass man da was zu arbeiten hat. Eventuell auch ein paar Mods runterladen, die das halt entsprechen, was ich da vorhabe. Er soll 80 fahren und fährt 83. Gut, 10 Uhr. Fast 11 Uhr. Ja, passt doch. Dann wisst ihr, wann ich das Video gemacht habe. Ja, ich habe, glaube ich, einen PC um 9 angemacht. Und dann habe ich das jetzt aufgenommen. Und nachher so ab 12 mache ich dann Fortnite. Und dann passt das. Und morgen wird es dann halt mit dem LS22 weitergehen. Weil wie gesagt, ich mache 2 Videos am Tag. Und dann passt das. Dann habt ihr auch genug Content, den man sich schön anschauen kann und dann passt das. Ich weiß halt nicht, wann es hochgeladen wird, aber ich werde jetzt auch, wie gesagt, Sachen vorproduzieren, wenn ich mal keine Zeit habe. Das kann ja mal passieren, wenn ich jetzt bald wieder arbeiten gehe, dass dann schon Sachen da sind, die ich dann nur rendern muss und hochladen muss. Sagt, das Endprodukt muss ja auch fertig sein, dass man sich dann auch anschauen kann.
Ich will mal gerade mal gucken, wie viele Minuten wir aufnehmen. Na gut, Leute, dann müssen wir jetzt Schluss machen. Dann wird das in der nächsten Folge weitergesetzt. Weil das sind jetzt schon 45 Minuten. Gut. Ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Entweder kommt die jetzt separat heute Abend nochmal oder es wird sie dann morgen geben. Also es wird dann erst der LS kommt dann und dann kommt halt der ETS. Gut, Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ja, lasst ein Abo da, einen Kommentar. Und genau, alles klar. Dann sehen wir uns nachher auch nochmal bei Fortnite. Ciao.